Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Thomas Witt. Ich blende hier nur zu Anfang ganz kurz mein Gesicht ein. Danach geht es mit einer Präsentation weiter. Jetzt wissen Sie ja, wie ich aussehe. Thema des heutigen Seminars ist 5 Verkäuferfehler, die Sie jeden Tag ein Vermögen kosten und 5 Werkzeuge, um sie abzustellen. Das Seminar dauert ungefähr 45 Minuten. Sie können über die Chatbox, die Sie rechts sehen, Fragen stellen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich jede Frage hier beantworten kann, auch nicht, dass ich jede Frage sehe. Ich konzentriere mich natürlich aufs Reden. Aber ich werde Ihnen jede Frage auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden beantworten, denn ich kriege eine Kontrollmitteilung von jeder Frage, die Sie in der Chatbox stellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Am Ende dieses Webinars erhalten Sie Umsetzungshilfen, damit Sie diese neuen Ideen zum Verkaufsprozess wirklich umsetzen können. Eine Checkliste, 7 Schritte zum perfekten Einkaufserlebnis in Ihrem Möbelhaus. Ob Sie Verkäufer sind oder Möbelhausbesitzer oder Abteilungsleiter oder Verkaufsleiter, Sie müssen sich überlegen, wie Ihr Prozess ist und wie Sie ihn haben wollen. Und eine 10-Punkte-Selbsteinschätzungscheckliste. Es ist wichtig zu wissen, wo man steht. Nicht? Nur wenn man weiß, wie die Ist-Situation ist, kann man sich darüber Gedanken machen, wie der Weg zur Soll-Situation aussieht. Diese beiden Checklisten erhalten Sie. Außerdem bekommen Sie kostenlos die Verkäuferfibel für den Möbelhandel. Ein befreundeter Möbelhändler hat die mal als den Führerschein für den Möbelverkäufer bezeichnet. Es sind insgesamt 100 Über 100 Seiten, aber sehr, sehr knackig geschrieben, sodass man das in weniger als einer Stunde aufnehmen kann. Und es eignet sich hervorragend zum Nachschlagen. Die einzelnen Stufen sind farbcodiert und Verkäufer können sehr gut damit arbeiten. Der Wert ist 14,90 Euro, aber Sie bekommen die umsonst. Außerdem bekommen Sie Ihre eigenen Notizen, wenn Sie jetzt ein Blatt Papier und etwas zu schreiben rausholen. Oder Sie können natürlich auch am Computer notieren. Wichtig ist, schreiben Sie sich Ideen auf, schreiben Sie auf, was Sie verändern wollen. Das ist unbezahlbar. Denn nur was Sie, nicht was Sie wissen, macht Sie erfolgreich, sondern was Sie tun. Lassen Sie uns einsteigen. Wer ist Thomas Witt und was macht er eigentlich? Und da ich das schon mal für einen kleinen Film erzählt habe, fahre ich den am besten ab, denn ich finde, das war damals ganz gelungen. Also los geht's. Thomas, erzähl mal. 1995 fing ich an, auf der Großfläche Besucher zu kontaktieren, und zwar 100 bis 200 pro Tag über Monate hinweg. Da machte ich die ersten wichtigen Erfahrungen, wie man einen Verkaufsprozess im Möbelhaus optimiert. Jetzt fingen wir an, Möbelverkäufer zu schulen, auch über Monate hinweg, mit hervorragenden Ergebnissen, stellten nur fest, dass nachdem wir weg waren, die Ergebnisse wieder schlechter wurden, weil die Leute das neue Verhalten vergaßen. Als nächstes fingen wir an, systematisch zu messen, wie hoch ist denn die Abschöpfung, wie viel Prozent aller Besucher kommen mit einem Kaufvertrag hinten wieder raus. Und auch das reicht nicht aus, sondern wir mussten die Führungskräfte mitnehmen und die Inhaber, damit die systematisch mit den Verkäufern dran arbeiten, dass morgen wieder mehr glückliche Kunden aus dem Möbelhaus reinkommen, obwohl die Frequenz, das heißt die Anzahl von Leuten, die vorne reingehen, leider immer weiter abnimmt. Ja, danke Thomas. Das war Thomas vor anderthalb Jahren. Sie sehen noch eine andere Brille und längere Haare. Unser Unternehmensmotto ist, wenn du das tust, was du immer getan hast, wirst du das bekommen, was du immer bekommen hast. Das heißt, eigentlich ist unser Kerngeschäft Verhaltensveränderung. Deswegen verschenken wir unser Wissen auch gerne. Wenn Sie im Anschluss irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an, ich beantworte Ihnen alles, ich stehe Ihnen mit allen Materialien zur Verfügung, denn wir verkaufen nicht Wissen, sondern wir verkaufen Verhaltensänderungen und haben großen Spaß dabei. Wenn du etwas willst, dann miss es. Wenn du es nicht misst, vergiss es. Ein ganz, ganz wichtiges Motto von uns. Und alle Techniken, die wir Ihnen jetzt erzählen, haben wir gemessen und deren Wirksamkeit ist nachgewiesen. Denn
Ohne machen wir es nicht. Jeder unserer Kunden misst die Frequenz und jeder unserer Kunden misst die Abschöpfung. Und so sehen wir genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und haben das seit 2005, im Film sage ich, glaube ich, irgendwas von 1995. Das ist falsch, seit 2005 sind wir dabei. Seitdem haben wir das optimiert. Ja, wo haben wir das gelernt? Woher weiß der, was er erzählt? Wir haben ganz viele Kunden und haben uns überall die Verkäufer angeguckt und haben mit den Verkäufern zum Teil sehr lange gearbeitet. Bei Möbel Turflon insgesamt fast 3 Monate. Für Möbel Schaumann arbeite ich jetzt schon zum 2. Mal. Möbel Hugelmann, da habe ich bestimmt 100 Tage meines Lebens verbracht. Hoffmann Möbel, auch sehr viel. Ja, alles dies sind unsere Kunden und das sind nur die Kunden, für die wir wirklich vor Ort gearbeitet haben. Teilnehmer an unseren Seminaren und Workshops habe ich immer gar nicht aufgezählt. Große Ketten wie Möbel Braun, aber auch kleine Ketten wie BBM, Alkomöbel. Wir arbeiten für die Einkaufsverbände. Allianz hat uns mehrfach für Workshops gebucht. Wir arbeiten für kleine Möbelhäuser aus dem EMV, Küche Ack Starke. Das ist eine Landkarte unserer Kunden. Da fällt mir sofort auf, also wenn Sie hier im Bereich Berlin-Brandenburg sind, dann sollten Sie sich mal dringend melden. Berlin-Brandenburg und sagen wir mal die westlichen Teile von Sachsen, da scheint irgendwie noch eine Lücke zu sein. Also da können Sie sich einen totalen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn Sie sich hier befinden und bei uns melden und mit uns zusammenarbeiten. Wichtig ist erstmal zu verstehen, wo im Verkaufsprozess ein normales Möbelhaus das meiste Geld verliert. Die Zahlen, die ich Ihnen gleich zeige, sind von einem mittelgroßen Möbelhaus. Wenn Sie ein kleines Möbelhaus arbeiten, werden Sie sagen, Mensch, bei uns ist das alles anders, aber ungefähr stimmen diese Zahlen prozentual auch für kleinere Möbelhäuser. Es sind halt nur kleinere Zahlen. Lassen Sie uns das hier mal angucken. Wir haben auf der einen Seite haben wir insgesamt 3.500 Leute, die reingelaufen sind in dieses Möbelhaus. Und das waren, glaube ich, insgesamt 5 Monate. War kein großes, kein kleines, ich schätze 8.000 Quadratmeter. Davon dieser rote Block, das sind 2.600 und ein bisschen. Die sind durchgelaufen und keiner der Verkäufer hat von einem Kontakt berichtet. Wie sind wir an die Zahlen gekommen? Die Verkäufer haben einfach eine Strichliste geführt. Und daher wussten wir, wer wie viel angesprochen hat. Diese zweite Säule, ich habe einfach eine Säule genommen und die zur Seite auseinandergenommen, damit man es besser sieht. Diese 346, die wurden kontaktiert, aber nicht beraten. Das heißt, das sind diese typischen, kann ich Ihnen helfen? Nein, vielen Dank, wir wollen nur mal schauen, Dinger, die zu nichts führen, außer verärgerten Kunden. Die grüne Säule oder das grüne Kästchen hier, das sind Leute, die beraten wurden, aber dann rausgegangen sind und sich nicht entschließen konnten zu kaufen. Weder beim ersten Mal noch innerhalb der 5 Monate als Wiederkommer. Es sind immerhin 282. Warum habe ich die Säule grün gemalt? Weil das schon Botschafter des Möbelhauses sind. Also Leute, die rausgehen nach einer guten Beratung, besonders bei einem Mittelständler, wie das einer ist, die gehen raus und sagen ihren Leuten, auch wenn sie sich nicht entschieden haben, Mensch, bei Möbel sowieso, da wirst du gut beraten, da musst du mal hingehen, das ist super da, da kannst du mal hingehen. Wogegen hier die durchgelaufen sind und entweder nicht kontaktiert wurden oder die falsch kontaktiert wurden, die sagen draußen, hey, bei Möbel sowieso gibt's nichts, geh lieber gleich zu und dann setzen sie ihre Lieblingsgroßfläche in der Nähe ein oder den Namen IKEA. Also das hier sind schon Botschafter ihres Hauses, aber dafür können sie sich kurzfristig nichts kaufen. Also viele Inhaber ärgern sich maßlos darüber, wenn Leute rausgehen. Jedem Menschen, der verkauft oder schon mal verkauft hat, muss es klar sein, dass man nicht jeden schreiben kann. Von daher finde ich nichts dümmer als die Frage an einen Möbelverkäufer, warum hast du den jetzt nicht geschrieben? Antwort ist, ja, weil ich es halt nicht hingekriegt habe, du Vollnase.
Gut, 399, das sind auf die 3500, die insgesamt durchgelaufen sind, wurden abgeschlossen. Das entspricht einer sogenannten Abschöpfungsquote. Das heißt, diese 399 geteilt durch die insgesamt 3500 von knapp 12%, und das ist für ein mittelständisches Möbelhaus gar nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Also die Frage, wo verlieren wir die meisten Besucher? Eindeutig im Kontaktprozess, der die ersten beiden Säulen da zusammenfasst. Warum ist das so? Es gibt im Möbelhandel weder einen Plan noch ein System und besonders keine Kontrolle für den Kontaktprozess. Nur im Möbelhandel bestimmen die Mitarbeiter völlig autonom, wen sie kontakten, ob sie kontakten, wann sie kontakten und wie sie kontakten. Und das machen sie so gut, wie sie es können. Die sind nicht faul, die sind nicht dumm, sondern die machen das so wie immer. Wenn sie also andere Ergebnisse wollen, müssen sie hier aktiv anfangen zu steuern. Übrigens, wenn sie selber Verkäufer sind oder sie als Inhaber selber mitverkaufen, dann müssen sie anfangen, sich selber und ihren eigenen Prozess zu steuern, denn der ist genauso auf Autopilot wie bei den anderen auch. Lass uns ganz kurz die Umsatzformel angucken. Alle Leute gucken auf den Umsatz, aber Umsatz ist praktisch das Endprodukt eines Prozesses. Wie wird Umsatz produziert? Sie brauchen erstmal Besucher. Möbelverkäufer sagen immer zu Recht: Hör mal, Chef, treib mal Leute rein, dann kann ich auch Umsatz machen. Das ist völlig richtig und korrekt. Ohne Besucher, ohne Leute, die sich interessieren, kein Umsatz. Jetzt kommt es aber auf die sogenannte Kontaktrate an. Das heißt, wie viel Prozent davon werden angesprochen? Wenn wir Verkäufer in unseren Seminaren fragen, wie viel Prozent werden denn angesprochen, sagen die erst mal 100%. Und dann nach einer kleinen Diskussion wird die Schätzung angepasst auf 80%, 70%. 100% kriegen sie nie, denn die Leute kommen ja nicht alle gleichmäßig verteilt, sondern sie wissen, dass die Leute kommen manchmal mit dem Bus und manchmal kommt stundenlang gar keiner. Deswegen gelingt es auch keinem einzigen Möbelhaus, 100% aller Besucher zu kontakten. Gut, also die Anzahl der Besucher mal der Kontaktrate mal der Gesprächsrate oder Gesprächsquote. Das heißt, wie viel von den Leuten, die wir kontaktieren, und mit Kontakt meinen wir immer einen Kontakt mit dem Ziel, rauszukriegen, was derjenige will. Nur guten Tag oder Moin Moin oder Grüß Gott ist kein Kontakt. Guten Tag, was machen Sie hier? Das ist schon ein Kontakt. Dann kommt es auf die Abschlussrate oder Abschlussquote an, denn die Abschlussquote bestimmt dafür, wie viel Prozent der Gespräche wir in einen Auftrag überführen. Dann kommt es auf den Orderschnitt an, oder viele sagen auch Kaufvertragsschnitt. Meint das Gleiche, wie viel Umsatz wird im Durchschnitt pro Kaufvertrag geschrieben? Das ist die einzige Zahl, die den meisten Möbelhändlern wirklich bekannt ist. Nämlich, die kann man sehr einfach ablesen in MAS oder aus der Warenwirtschaft, die Sie benutzen. Wenn Sie die Zahl nicht präsent haben oder wenn Sie sich als Verkäufer fragen, wie denn wohl Ihr Orderschnitt ist, dann nehmen Sie sich einfach den Umsatz von 1, 2, 3 Monaten und teilen ihn durch die Anzahl der Kaufverträge, die Sie in einem Monat geschrieben haben. Dann haben Sie automatisch den Umsatz pro Kaufvertrag, das heißt den Kaufvertrags- oder Orderschnitt. Der Orderschnitt ist eine Zahl, die interessanterweise innerhalb von Abteilungen enorm variiert. Das heißt, da gibt es Leute, da gibt es einen Kollegen, der schreibt 1500 Euro pro Auftrag. Und es gibt einen, der schreibt 2000 Euro pro Auftrag, und das auf Dauer und im Durchschnitt. Das Problem ist, die wissen das meistens noch nicht mal. Aber jedes Mal, wenn der 1500-Kollege losläuft, dann ist für das Unternehmen 500 Euro weg. Und jedes Mal, wenn der 2000-Euro-Verkäufer losläuft, dann macht er im Schnitt 500 Euro mehr. Gut, Umsatz ist dann das Produkt all dieser Prozessschritte, und auf jeder dieser Stufen verlieren Sie zwangsläufig Kunden. Die Frage ist nur, wie viele. Jetzt lassen Sie uns mal zu den Fehlern gucken. Fehler Nummer 1 ist passiver Kontakt. Das ist das Riesenproblem auf mittleren und Großflächen, also alles ab 8000 Quadratmeter. Wird von Verkäufern gesagt, wir müssen den Leuten mal lange Leine lassen. Es ist absolut denen überlassen, was sie machen. Und es wird am Schreibtisch gesessen
und geguckt, wollen die was, wollen die nichts, die sollen sich an mich wenden, wenn sie Fragen haben. Das heißt, es wird ein Stück weit der Ausstellung das Verkaufen überlassen. Was hilft dagegen, dass es keinen Prozess gibt, dass die selbst bestimmen, wen sie kontakten, wann sie kontakten? Ein klarer Kontaktprozess. Das heißt, sie müssen zusammen mit ihren Verkäufern verbindlich vereinbaren, wie sie es denn machen wollen. Ob sie es mit Rundgang machen, ob sie einen Kontakter vom Dienst bestimmen, der dann natürlich wechselt, ob sie einen Öffner oder Opener oder wie auch immer, Gastfrau hat man das auch mal genannt, nehmen. Also sie brauchen einen Prozess und dieser Prozess muss verbindlich sein. Ansonsten ist es bei ihnen komplett tagesformabhängig, ob kontaktiert wird, wie kontaktiert wird. Zusätzlich ist noch personenabhängig, denn jeder Verkäufer macht's anders. Das heißt, sie haben ihren Prozess nicht im Griff. Das zweite große Problem ist, wie der Kontakt überhaupt läuft. Wenn Sie einen Verkäufer fragen, die meisten Verkäufer sagen erstmal lange Leine lassen, nicht? Der Kunde will sich ja erstmal umschauen. Wie geht es dann weiter? Dann werden die Kunden beobachtet, um zu gucken, wie es ihnen gefällt. Das Problem ist, Leute, die beobachtet werden, die werden aber nicht unbedingt besser gelaunt. Wissen Sie, die fühlen sich beobachtet und die wenigsten Menschen mögen das. Das ist so eine Sache aus der Steinzeit, wo beobachtet werden gefährlich war. Also typisch ist, Verkäufer beobachten die Kunden, die da sich durch die Ausstellung bewegen. Und von der Kundenwirkung erinnert mich das immer so ein bisschen an den sehr, sehr ja, belastenden Film mit Will Smith, I Am Legend. Für die, die ihn nicht gesehen haben, ganz kurz zur Handlung. Der arme Will Smith ist der Einzige, der in Manhattan noch übrig geblieben ist. Und ansonsten gibt es nur Zombies, die drauf aus sind, ihn zu fressen. Und die beobachten ihn aus diesen dunklen Räumen, aus diesen Häusern hier. Denn bei Tag können die nicht raus. Nachts verschanzt er sich immer in seinem Haus und die wissen nicht, wo er ist. Spannender Film, sollten Sie gucken, wenn Sie noch nicht geguckt haben. Also der Kunde geht durch ein Möbelhaus, wenn gutes Wetter ist oder wenig Frequenz, sieht er auf einen Blick, ach du Schande, die sind hier in der Überzahl. Und danach wird er von ein paar hungrigen Augenpaaren verfolgt und das hat gravierende Auswirkungen auf sein Unterbewusstsein und auf die Wahrscheinlichkeit, dass er einem Kontakt später zustimmt. Gut, das nennen wir passiven Kontakt. Fehler Nummer 1, kommen wir zum Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2 habe ich abgekürzt mit KIIH. KIIH oder auch KII steht für Kann ich Ihnen helfen? Wir kürzen das auch im Training nur ab, denn wir wollen den Satz, der mehr Umsatz kaputt gemacht hat als die letzten drei Finanzkrisen zusammen, auf keinen Fall mehr laut aussprechen. Kann ich Ihnen helfen? Sie alle wissen es, Sie alle haben es trotzdem noch in Ihren Möbelhäusern. Ist eine Ja-Nein-Frage, die wesentlich öfter mit Nein beantwortet wird als mit Ja und ist daher fatal geeignet, um einen Kunden ranzukommen. Nichtsdestotrotz ist es die Standardansprache, wenn überhaupt angesprochen wird, bei ungefähr 98% aller Möbelhäuser. So, jetzt gibt es eine Kombination von Fehlern, nämlich lange Leine lassen, beobachten, was den Kunden eher noch ablehnender macht. Dann auch ganz beliebt Kontakt über die Ware, ne? Sobald der Kunde dann mal irgendwo stehen geblieben ist, kommt ein Verkäufer, natürlich, weil er ihn beobachtet hat, von der Seite oder von hinten. Problem ist, es gibt auf Deutsch ein Sprichwort, quatsch mich nicht von der Seite an. Das wird von vielen dadurch umgangen, dass sie den Kunden von hinten anquatschen. Warum? Weil sie ihn vorher beobachtet haben, sind sie hinterhergelaufen. Wenn Sie mal an die unterbewussten Konsequenzen denken, wir alle sind in der Steinzeit programmiert, mögen überhaupt keine Überraschung, mögen keinen Kontakt von hinten, dann ist das schon mal fatal. Ja, und wenn dann angesprochen wird, dann wird meistens angesprochen mit Geistesblitzen wie schönes Sofa, oder? Gefällt's Ihnen? Oder das Sofa gibt's auch noch in Leder. Ja, da denkt sich doch der Kunde, Mensch Einstein, das hätte ich jetzt bei einem Möbelhaus nicht gedacht. Aber das ist einfach nicht ideal. Man kann das machen, das ist alles nicht schlimm. Es werden für über 31 Milliarden Möbel so verkauft. Aber ideal ist es, weiß Gott nicht. So, und in der Kombination von langer Leine beobachten, Kontakt über die Ware und Kii, also kann ich Ihnen helfen, kriegen Sie das, was wir Jagdszenen in Hollywood nennen, aus einem auch recht lustigen Film, der im letzten Jahrhundert lief. Der Kunde
geht oder die Kundenpartie geht durchs Möbelhaus. Jedes Mal, wenn sie länger am Möbel stehen bleiben, löst sich ein Verkäufer aus der beobachtenden Gruppe, läuft hinterher und quatscht von der Seite oder von hinten an mit "Kann ich Ihnen helfen?" oder "Schönes Sofa." Kunde sagt: "Na, vielen Dank, wir wollen noch mal gucken." Verkäufer geht wieder weg. Und so kriegen sie es hin, dass der Kunde jedes Mal kürzer an der Ware stehen bleibt, bis er irgendwann vorne wieder rausläuft. Also Jagdszene in Hollywood ist eine todsichere Sache. Was kommt dabei raus? Ungefähr zwei Drittel, 50% bis zwei Drittel aller Besucher sagen einem Verkäufer nicht, was sie bei uns wollen. Das heißt, wenn sich das hier mal angucken, die grünen Säulen, das ist ungefähr ein Drittel. Das sind Menschen, wo der Verkäufer überhaupt seinen Job machen konnte. Die roten Säulen hier, das sind Kunden, an die die Verkäufer nicht rangekommen sind. Das sind Kunden, die den Kontakt abgelehnt haben. Und das tun die nicht, weil die doof oder fiese sind, sondern weil die Art der Ansprache einfach falsch ist und ungünstig. Was hilft dagegen? Das Werkzeug Nummer zwei, der Eisbrecher. In Deutschland ist es einfach nicht okay, Menschen direkt zu kontaktieren mit "Kann ich Ihnen helfen?" und in den ersten 30 Sekunden über das Geschäft zu reden. Menschen wollen auf einer menschlichen Ebene kontaktiert werden. Das geht auf Millionen verschiedene Arten. Nur "Kann ich Ihnen helfen?" Das Sofa gibt es auch noch in grün. Und übrigens, es gibt noch den kleinen behämmerten Bruder von "Kann ich Ihnen helfen?" Das ist "Sie kommen doch zurecht." Das wird mit Ja beantwortet, aber man ist immer noch nicht so richtig weiter. Alles andere funktioniert. Das heißt, jede Art von Ansprache, die Sie auf einer Party benutzen würden, wo Sie Ihr Gegenüber nicht kennen, ist einwandfrei. Unser Ansatz ist immer: Wir haben es gerne einfach. Guten Tag, herzlich willkommen bei Möbel sowieso. Wann sind schon mal bei uns? Wenn ja, freuen wir uns und fragen, ob es schon länger her war. Wenn nein, fragen wir, wie er denn auf uns aufmerksam geworden ist. Auf jeden Fall sind wir im Gespräch. Oder eine zweite Frage ist: Von wo sind Sie denn zu uns gekommen? Kann der Kunde entweder seinen Wohnort sagen oder aus dem Büro oder von zu Hause oder vom Parkplatz. Ist wurscht. Es hat aber noch kein Kunde mir jemals seltsam darauf reagiert, dass er gefragt wurde, ob er schon mal in dem Möbelhaus war. Warum sollte er auch? Mit dieser Art der Ansprache, wenn man vorher einen Blickkontakt hat und von vorne kommt, kann man mit 100% aller Besucher einen Kontakt aufbauen, indem man nicht über die Ware redet erstmal. Kommen wir zum Fehler Nummer 3, die Museumsführung. Museumsführung, was ist damit gemeint? Sobald der Kunde zugibt, ein Sofa zu wollen, immer gefolgt von "Komma aber", warum er das heute sowieso nicht kauft, werden ein, zwei sogenannte Bedarfsermittlungsfragen gestellt. Fragen wie: Wollen Sie Leder oder Stoff, 321 oder Ecke? Und dann werden mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip Sofas gezeigt. Dazu wird geredet wie ein Wasserfall. Und der Kunde behauptet dann, nach 5 bis 10 Sofas, die er sich angeguckt hat, am helllichten Tage schlafen gehen zu wollen. Nicht, weil er wirklich schlafen will, sondern weil er einfach überfordert ist. In der Regel geht er dann aber nicht schlafen, sondern er fährt einfach nochmal woanders hin und mit ein bisschen Glück behandelt ihn der Verkäufer dort anders und schreibt ihn auf. Oder er geht tatsächlich schlafen und schiebt den Kauf vielleicht auf die lange Bank. Was hilft dagegen? Die sogenannte Kontaktskizze. Die Kontaktskizze wird gemacht, bevor Ware gezeigt wird. Es handelt sich nicht um eine Planungsskizze. Und der primäre Grund ist nicht rauszukriegen, wie groß der Raum ist, sondern der Grund, warum diese Kontaktskizze gemacht wird, ist eben das, was der Name sagt. Es geht nämlich darum, einen menschlichen Kontakt zum Kunden aufzubauen, ihm möglichst viele Fragen zu stellen. Und das fängt relativ oberflächlich an, natürlich. Wo sind hier die Türen und Fenster? Helfen Sie mir mal, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt. Zeichnen Sie die Türen und Fenster in dieses gekrakelte Rechteck. Dann geht es über Boden, Parkett, wie sind die Wände. Dann kommen aber Fragen wie: Welche Menschen leben noch im Haushalt? Und was machen Sie beruflich? Wann scheint die Sonne hier rein? Alles Fragen, die den Kunden nach Hause führen und ihn sehr, sehr in Anspruch nehmen. Geistig. Gut, nachdem Sie die Kontaktskizze als praktisch Einstieg in ein persönliches Gespräch genutzt haben, fällt es Ihnen relativ leicht, vor dem Möbel zeigen, schnell den Namen zu notieren, der Ihnen aus der Eisbrecherphase bekannt ist, den Wohnort auch, von wo sind Sie zu uns gekommen,
Und dann fehlt Ihnen noch eine Information, die wirklich wichtig ist, nämlich die Telefonnummer. Und da reicht es mit Blick auf das Formular, nicht ins Gesicht des Kunden, mit Blick auf das Formular zu fragen, und Ihre Kontakttelefonnummer, wo ich Sie am besten erreichen kann. Und dann fangen Sie an zu schreiben und sprechen 0. Und wenn Sie die Mobilnummer wollen, dann sagen Sie die Mobiltelefonnummer, wo Sie am besten erreichen können. Und dann sagen Sie 01. Und dann warten Sie einfach ab. Und in 8 von 10 Fällen diktiert der Kunde seine Telefonnummer einfach runter. Der Rest kommt später im Prozess und den besprechen wir heute nicht. Fehler Nummer 4 ist Totlabern. Gerade im mittelständischen Möbelhandel wissen die Verkäufer oft viel über Möbel, was an und für sich noch kein Problem ist. Zum Problem wird es erst, wenn die das alles dem Kunden erzählen. Dann schlägt der Effekt zu, Fachidiot labert den Kunden tot und auch das führt dazu, dass der Kunde dringend nochmal schlafen muss und nicht kauft. Merke, ein verwirrtes Hirn entscheidet nicht. Werkzeug Nummer 4, dagegen hilft Ist- und Soll-Analyse in der Bedarfsermittlung zu unterscheiden, ganz klar, und beides vor dem Ware zeigen zu machen. Das heißt, erstmal rauszukriegen, was die Leute jetzt für eine Lösung haben, was ihnen daran gefällt, was ihnen nicht gefällt. Was ihnen nicht gefällt, ist der wirkliche Kaufgrund. Und dann zu fragen, was sie sich vorgestellt haben, das mit ihnen zusammen zu erarbeiten. Und dann kann man sehr, sehr gezielt ein, zwei Modelle zeigen und spart sich dieses Fachidiot labert Kunden tot und die Museumsführung. Die Ist-Analyse ist nicht die Planungsskizze. Die Planungsskizze hat was mit der Soll-Analyse zu tun. Ne? Wie wollen wir es denn einrichten? Das ist eine Sache, die die meisten Verkäufer sagen, ja, wir machen ja eine Skizze. Ja, ihr macht eine Skizze, nachdem im Prinzip die Ware mehr oder weniger klar ist. Aber ihr macht nicht eine Skizze der Ist-Situation, um euch über das Leben des Kunden zu informieren. Fehler Nummer 5, die Abschlussfrage. Wenn scheinbar alles klar ist, wird gefragt, prima, wollen wir dann jetzt den Vertrag machen oder soll ich das so aufschreiben? Da gibt es die Regel Nummer 1, stell nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst. Der Kunde wird gefragt, ob er sich jetzt festlegen will, uns ein paar tausend Euro zu geben, die er nie wieder kriegt. Die Antwort ist halt in den meisten Fällen, das muss ich nochmal überlegen. Daraufhin ist die Standardreaktion, dem Kunden die Visitenkarte in die Hand zu drücken und zu sagen, ja, dann hier ist meine Visitenkarte, Dienstag ist mein freier Tag. Seit Generationen frage ich Verkäufer, wann kommt der Kunde wieder, wenn überhaupt? Und die sagen alle lachend Dienstag. Das heißt, alle Verkäufer, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, wissen, dass die Strategie nicht funktioniert, schaffen es aber trotzdem nicht, sie zu ändern. Wenn man den Kunden nach dem Abschluss fragt, hat man ein kleines Problem. Ich habe Ihnen hier die Statistik eines Hauses mal aufgeschrieben. Im Ersttermin, das war eine Küchenabteilung, machten die von knapp 700 Beratungen 143 Abschlüsse und 543 verließen den Laden. Niemand von denen sagte, ich kaufe nicht, sondern die sagen alle, ich will noch mal überlegen, ich komme bestimmt wieder. Im Folgetermin oder in den Folgeterminen, oft sind es ja sogar mehrere, passiert aber Folgendes: Von diesen über 500 kommen nur knapp die Hälfte wieder, ein bisschen über 250. Von denen, die wiederkommen, ist eigentlich allerdings die Abschlussquote ganz gut. Ne? Die meinen es gut mit einem, zwischen 80 und 90% normalerweise. Aber das Problem sind halt die Wiederkommer, die nie wiederkommen. Wo sind die hin? Entweder zur Konkurrenz oder zum größten Konkurrenten, den wir alle haben, das ist die lange Bank. Die meisten Käufe im Möbelhandel werden auf die lange Bank geschoben. Warum ist das so? Wir verkaufen Luxusprodukte. Alle Leute haben schon Sofa zu Hause und die kochen auch nicht auf offenem Feuer, sondern die haben eine Küche, die haben ein Sofa und die hätten vielleicht gerne mal was Neues, aber die brauchen nichts Neues. Und wenn Ihnen jetzt ein Autoreifen platzt und die einen neuen Satz Winterreifen haben müssen, dann ist das neue Sofa erstmal gestorben. Die Strategie, den Kunden nach dem Abschluss zu fragen und dann rausgehen zu lassen, weil der ja bestimmt wiederkommt, nachdem er geschlafen hat, funktioniert nicht. Mit der Frage nach dem Abschluss lässt man den Kunden entscheiden und das ist nicht ideal. Jetzt sagen Sie vielleicht, Mensch, eigentlich war uns das schon klar, diese Fehler, die Sie hier erzählt haben. Und auch von den Werkzeugen hatte ich schon mal gehört. Die wirkliche Schwierigkeit ist, diese Erkenntnisse
tatsächlich systematisch in eine Verhaltensänderung zu überführen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Menschen das tatsächlich auch so tun. Dafür brauchen Sie drei Bausteine: Menschen, Methoden und Prozesse. Und die Methoden und die Prozesse müssen auf die Menschen ausgerichtet sein, die Sie am Start haben. Bevor Sie jetzt sagen, Mensch, okay, ich habe es verstanden, wir müssen unsere Verkäufer nochmal trainieren, kommen hier nochmal schnell die 7 Gründe, warum wir in Verkaufstrainings noch nie etwas gebracht haben. Aber Sie bekommen auch 3 Sachen, die Sie stattdessen tun sollten, die Sie sofort selbst angehen können. Warum hat Ihnen Verkäufertraining nie was gebracht? Der Grund Nummer 1 ist, die Inhaber interessieren sich nicht dafür. Oft kreuzen die zum Training überhaupt nicht auf. Das heißt, sie wissen nicht, was besprochen ist und verlassen sich, dass die Verkäufer irgendwas anders machen. Das funktioniert in der Regel nicht. Problem Nummer 2 ist, der Verkaufsprozess wird nicht gemessen. Und was nicht gemessen wird, kann auch nicht verbessert werden. Der Kraftstoffverbrauch eines Möbelhauses ist die Abschöpfungsquote. Wenn man einen Möbelhausbesitzer fragt, wie viel sein Auto auf 100 Kilometer verbraucht, dann sagt er einem völlig zuverlässig 8,9 Kilometer. Wenn man ihn aber fragt, wie viel Kunden oder Besucher sein Möbelhaus verbraucht, Besucher, um 100.000 Euro zu schreiben, dann hat er keine Ahnung. Grund Nummer 3, warum Verkaufstrainings nichts bringen: der Verkauf wird nicht gemanagt. Aber nur was gemanagt wird, wird auch gemacht. Es ist der Tagesform der Mitarbeiter überlassen, was sie tun und was sie nicht tun. Und Verkaufstraining wird in der Regel mit relativ viel Abneigung begegnet. Ist ja auch klar, das sind Menschen, die das schon länger machen und die sich jetzt verändern sollen. Das machen die nicht gerne. Grund Nummer 4, warum Verkaufstrainings nichts bringen, sind Führungskräfte, die nicht führen, sondern verwalten. Es hat sich im Möbelhandel durchgesetzt, dass Verkaufsleiter nicht den Verkauf leiten, sondern die ganze Zeit irgendwelche Papiere falten. Genauso wie Zitronenfalter nicht Zitronen falten, leiten die meisten Verkaufsleiter nicht den Verkauf, sondern sitzen in ihrem Büro. Da können die Leute auch nicht besser werden. Führung bedeutet, Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit morgen besser zu tun als heute. Alles andere ist Verwaltung und die meisten Leute sind sehr viel mit Verwaltung beschäftigt. Und Führungskräfte, richtig gute Führungskräfte, bedauern das. Der Grund Nummer 5, warum Verkaufstrainings nichts bringen: Verkaufstrainings vermitteln Wissen, nicht neues Verhalten. Verkaufstrainings ohne klar definierte, messbare Ziele sind reine Zeitverschwendung. Deswegen machen wir die auch nicht. Wir einigen uns immer vorher drauf, wie viel Abschöpfungsplus hinten dabei rauskommen soll, und dann wird das wöchentlich gemessen. Grund Nummer 6 ist, Verkaufstrainings schulen die ganze Zeit, was der Verkäufer sagen soll, nicht das Wie. Dabei gibt es folgendes Problem: die Körpersprache und die Stimme transportiert weit über 90% der Botschaft. Die Worte an sich, der Inhalt, macht nur 7% aus. Jetzt wird immer an diesen 7% rumgedoktert und die Leute fragen sich, warum das nicht funktioniert. Grund ist, die Körpersprache und die Stimme des Verkäufers sagen etwas anderes als das, was aus seinem Mund kommt. Grund Nummer 7, der Abschluss steht im Vordergrund. Das heißt, es geht nicht darum, Bedürfnisse zu wecken und Wünsche zu erfüllen, sondern es geht einfach um Bedarfsdeckung. Und das hat mit Verkauf eigentlich wenig zu tun. So, was können Sie dagegen tun? Die Maßnahme Nummer 1 ist, zu messen, wie viele Leute vorne reinkommen. Kaufen Sie eine Lichtschranke. Ich habe Ihnen hier nochmal aufgeschrieben, wie Sie aus den Lichtschrankenbewegungen die Anzahl der Besucherpartien errechnen können. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie eine Lichtschranke kaufen sollen, melden Sie sich einfach. Ich habe da einen Lieferanten für 150 Euro sind Sie dabei. Wenn Sie eine Auswertungstabelle haben wollen, die Ihnen die Abschöpfung errechnet und analysiert, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Ich habe da eine Vorlage, in die wir viel Zeit gesteckt haben. Kriegen Sie gerne und umsonst. Kriegen Sie raus, wie hoch Ihr Besucherverbrauch auf 100.000 Euro ist. Das ist extrem wichtig. Denn Sie haben folgendes Problem: wie alle Möbelhäuser nimmt bei Ihnen auch die Frequenz jedes Jahr um 5-13% ab. Das heißt, da gehen vorne Leute rein und die Frage ist, wie viel hinten mit einem Kaufvertrag rauskommen. Die meisten Möbelhändler, sage ich immer, betreiben ein Museum ohne Eintritt zu verlangen. Ist ein relativ teurer Sport und die Frage ist, wie lange man das so durchhalten kann.
Die Maßnahme Nummer zwei, die Sie sofort und alleine ohne externe Berater und Trainer ergreifen können, ist, die Verkaufssteuerer und die Führungskräfte fit zu machen. Sie müssen den Prozess so umorientieren, dass die Führungspersonen zumindest in Stoßzeiten auf der Fläche sind und beobachten können, was machen die Leute eigentlich jeden Tag. Denn stellen Sie sich vor, ein Fußballtrainer kommt nicht zum Training oder schlimmer noch, der kommt noch nicht mal zum Spiel, sondern guckt nur abends auf die Anzeigetafel. Der hat ja keine Chance und auch kein Recht, seine Leute besser zu machen. Maßnahme Nummer drei, Verkaufsprozesse einführen und optimieren. Denn entweder Sie haben einen Plan und ein Ziel und steuern den Kunden oder der Kunde steuert Sie und das ist relativ ungünstig für beide. Was ist der nächste Schritt? Vielleicht sollte ich mir das mal genauer anschauen, denken Sie sich jetzt vielleicht. Oder mal den WIT anrufen, beides ist gut, aber auf jeden Fall kaufen Sie sich eine Lichtschranke, wenn Sie noch keine haben. Den Artikel können Sie sich runterladen. So, jetzt haben Sie eigentlich alles, um loszulegen. Sie können jetzt Ihren eigenen Verkaufsprozess, der zurzeit vielleicht noch ein bisschen tagesformabhängig und personenabhängig ist, zu einem klaren steuerbaren Prozess, zu einer gut geölten, steuerbaren Maschine machen. Als Umsetzungshilfen bieten wir Ihnen dazu gleich zum Download am Ende des Webinars die Checkliste in 7 Schritten zum perfekten Einkaufserlebnis im Möbelhaus, die Selbsteinschätzungscheckliste für Sie als Verkaufssteuerer. Das heißt, gucken Sie sich an, wie Ihre Verkaufssteuerung jetzt ist. Nur wenn Sie die Ist-Situation kennen, können Sie auch die Soll-Situation definieren. Die Präsentation, die Sie vorhin gesehen haben, 5 Verkäuferfehler und die 5 Werkzeuge, um sie abzustellen, die kriegen Sie auch als PDF zum Download am Ende dieses kleinen Webinars. Den Artikel, durch den wir eben geflogen sind, 7 Gründe, warum Ihnen Verkaufstrainings nie etwas gebracht haben, bekommen Sie auch als PDF. Und natürlich den wichtigsten Teil des Artikels, die 3 Maßnahmen, die Ihnen sofort mehr Umsatz bringen. Lichtschranke, Verkaufssteuerung und den Verkaufsprozess. Wie soll der Verkaufsprozess sein? Eine Möglichkeit ist, Sie nehmen unseren, der wurde zigtausendmal probiert. Beschrieben ist er in der Verkäuferfibel, über 100 Seiten, sehr gut gestaltet, sehr kurz und knackig und gut zu verarbeiten. Das Interessante aber ist, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, zu wissen, was man tun muss. Das wirklich Schwierige ist, das eigene Verhalten so zu verändern und andere Menschen, in diesem Fall die Verkäufer, so zu verändern, dass sie es schaffen, ihr eigenes Verhalten an die anderen Prozesse anzupassen. So entstand der Club der Durchsetzer. Menschen verändern einfach ihr Verhalten nicht gerne und einige Unternehmer hatten das Problem schon länger beobachtet. Nicht das Wissen, was in Trainings vermittelt wird, macht erfolgreich, sondern das, was danach tatsächlich getan wird. Das heißt, sie wollten kein Training, sondern sie wollten Durchsetzung. Daher auch der Name Durchsetzungsprogramm. Da sie sowieso in einer AFA waren und mit mir befreundet waren, ich bin mit einigen von ihnen Ski gefahren, kamen sie zu mir und sagten, Thomas, versetz uns einfach in die Lage, das selber zu machen. Wir wollen nicht, dass du 50 Tage kommst, das können wir uns auch gar nicht leisten, das wollen wir uns auch gar nicht leisten. Wir sind selber jeden Tag auf der Fläche. Wir müssen nur wissen, was wir tun müssen, wie wir mit unseren Verkäufern arbeiten müssen, damit die tatsächlich auch ihr Verhalten verändern. Und so war in 2006 das Durchsetzungsprogramm geboren. Was war das Durchsetzungsprogramm? Die Freunde, die mich da ansprachen, waren sehr, sehr zupackende, mittelgroße und kleine Unternehmer und die wollten einfach Werkzeuge, Hilfe zur Selbsthilfe. Die wollten nicht, dass ich das durchsetze, denn wenn ich das durchsetzte, dann war das Problem, dass das neue Verhalten eben auch weg war, sobald ich wieder weg war. Was sie wirklich wollten, waren das Wissen, die Prozesse und die Ideen, die dahinter steckten. Hinter den Sachen, die wir damals schon 2, 3, 4 Jahre mit großem Erfolg auf der Großfläche gemacht haben. Wir haben diese Sachen selber umgesetzt. Natürlich mit dem Problem, dass in dem Moment, wo wir weg waren, einiges davon wieder zurückgekippt. Was sie aber auch wollten, war Disziplin, Selbstdisziplin und Kontrolle. Denn das waren schlaue Leute, die wussten, eine Treppe wird immer von oben gekehrt und das eigene Verhalten zu verändern, ist eine der schwierigsten Sachen der Welt. Ja, diese Gruppe von Möbelhändlern hatte recht viel Erfolg damit. Sie können sich hier einige Statistiken angucken.
Die Abschöpfung nahm innerhalb schon der ersten 3 bis 4 Monate zu um 10 bis 20, in einigen Fällen sogar über 20%. Überlegen Sie mal, was würde es für Ihr Möbelhaus bedeuten, wenn Sie mit einem Mal 10% mehr Umsatz bei gleicher Frequenz hätten? Das heißt, gleiche Werbekosten, gleicher Kostenblock, 10% mehr Umsatz. Das bedeutet sehr schnell, dass Ihnen der Vorsteuergewinn um 3% steigt, und 3% ist das, was die meisten zurzeit haben. Das heißt, sie können ihren Vorsteuergewinn verdoppeln. Ihr Möbelhaus hat 10 bis 20% Umsatzpotenzial. Das weiß ich, obwohl ich noch nicht mal bei jedem Einzelnen weiß, für welches Möbelhaus er arbeitet. Woher weiß ich das? Alle Möbelhäuser, mit denen wir jemals gearbeitet haben, das sind weit über 200, hatten diese versteckten Schätze. Wenn Sie also Ihr Geschäft ohne zu stolpern auf eine komplett neue Stufe bringen möchten, oder wenn Sie ein Inhaber oder eine Führungskraft sind und sich fühlen, als würden Sie in der Verkaufssteuerung mit dem Kopf gegen die Wand laufen, wenn Sie 1000 Mal versucht haben, Ihre Verkäufer dazu zu bringen, so zu verkaufen, wie Sie persönlich wissen, dass es besser funktioniert, wenn Sie sich jeden Tag im Verkauf über dieselben Verhaltensweisen ärgern und sich fragen, wann es endlich mal einfacher wird, dann ist jetzt die Zeit gekommen, endlich dafür zu sorgen, dass Ihr Geschäft von einem Verkaufsprozess angetrieben wird, statt nur durch Ihr permanentes Anschieben, Ermahnen und Motivieren zu funktionieren. Viele Inhaber und Führungskräfte im Möbelverkauf sagen und tun jeden Tag das Gleiche. Sie schicken ihre Verkäufer zum Kunden, lösen Verkäuferclubs auf und ärgern sich, weil die Kunden nicht angesprochen werden und das Haus ohne Kauf verlassen. Das muss nicht sein. All das können Sie innerhalb von einem Jahr verändern. Und das mit minimalem finanziellen Aufwand. Wir haben den Club der Durchsetzer gegründet. Der Club der Durchsetzer ist eine Gruppe von Unternehmern, die diese Aufgabe gemeinsam angehen wollen. Das Ganze kostet weniger als eine Kleinanzeige. Wenn Sie interessiert sind, sich weiter darüber zu informieren, dann bleiben Sie bis zum Ende und klicken dann auf den Link kostenlose Verkaufspotenzialanalyse. Was ist eine Verkaufspotenzialanalyse? Wir gehen in 90 Minuten die Ist-Situation Ihres Unternehmens durch und wir können zusammen ausrechnen, wie viel Geld Sie innerhalb eines Jahres mehr machen können durch vernünftige Verkaufssteuerung. Die Verkaufspotenzialanalyse ist kostenlos und unverbindlich. Dazu können Sie sich gleich im Anschluss anmelden. Wenn Sie Verkäufer sind, dann sind Sie ein sehr, sehr interessierter Verkäufer, wenn Sie bis hierhin zugehört haben. Wenn Sie besser werden wollen, und davon gehe ich aus, dann haben Sie dieses Jahr die einmalige Chance, an unserem 100% Plus Club teilzunehmen. Der kostet noch weniger, nämlich gar nichts. Im 100% Plus Club coachen wir 30 bis 50 Möbelverkäufer kostenlos ein Jahr lang auf einen Umsatzzuwachs von 100%. Wenn Sie also extrem ehrgeizig sind und bereit sind, an sich zu arbeiten, klicken Sie gleich im Anschluss auf den Link für den 100% Plus Club und dann erhalten Sie weitere Informationen. Also, für Möbelverkäufer der 100% Plus Club, für Möbelhändler der Club der Durchsetzer mit dem Durchsetzungsprogramm. Ich würde mich freuen, wenn ich von Ihnen höre. Ansonsten hören wir vielleicht im nächsten Webinar voneinander. Ich wünsche Ihnen einen starken Tag, gute Umsätze. Gleich im Anschluss kriegen Sie alle Durchsetzungsmaterialien. Ich wünsche Ihnen hervorragenden Erfolg und gute Umsätze. Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Wo können Sie sich weiter informieren? Für den Club der Durchsetzer, das heißt für Möbelhändler, die etwas verändern wollen, ist es die URL www.clubderdurchsetzer.de. Können Sie groß oder klein schreiben, clubderdurchsetzer.de, alles zusammen. Für Möbelverkäufer, die sich in ein Jahr lang coachen lassen wollen, um dann 100% mehr Umsatz zu schreiben, ist es 100%club.de. 100 als Zahl und dann %club.de. An beiden Stellen kriegen Sie mehr Informationen und können sich für ein unverbindliches Gespräch mit mir registrieren lassen. Ich freue mich drauf. Ihr Thomas Witt und tschüss. Ja, hier waren noch 2 Fragen. Die erste war: Wo kriege ich denn die Checkliste und die Verkäuferfibel und die ganzen anderen Materialien, die sich angekündigt haben? Entschuldigung, dass ich das nicht erwähnt habe. Sie kriegen das sowohl auf der Domain clubderdurchsetzer.de, wenn Sie Möbelhändler sind, und auf der Seite 100%club, wenn Sie Verkäufer sind. Auf beiden stellen wir Ihnen die gleichen Downloads zur Verfügung. Danke für die Nachfrage. Ja, und während ich hier noch auf Fragen warte, noch ein kurzes Video, 1 Minute zum Thema, was machen wir eigentlich für Möbelhäuser.
Hören Sie rein, eine Minute, dann haben Sie nochmal über einen Überblick über unsere gesamte Methode. Thomas Witt Consulting sorgt dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucherpartien reingehen. Das ist ein Thema, das hat zurzeit Konjunktur, denn die Frequenz nimmt bundesweit ab. Was muss man tun, damit hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne weniger Leute reingehen? Man muss die Treppe von oben fegen. Das heißt, es fängt an bei geändertem Führungsverhalten. Es geht darüber, dass man mit den Verkäufern zusammen definiert, wie der Verkaufsprozess sich ändern soll. Jeder muss seine individuelle Freiheit, seinen Ansatz behalten, aber der Prozess, wie mit Kunden umgegangen wird, die ein Möbelhaus betreten, der muss völlig klar sein und dafür ist die Führungskraft verantwortlich. Das optimieren wir zusammen mit Möbelhausbesitzern, ihren Führungskräften und den Verkäufern. Und es ist ganz wichtig, nur wenn Sie Ihre eigenen Verkäufer glücklicher machen, schaffen die es, mehr Kunden glücklich zu machen. Habe ich das nicht toll gesagt? Also ich bin immer wieder begeistert. Hier nochmal die Domains, auf denen Sie sich mehr Informationen holen können und vor allen Dingen das kostenlose Umsetzungsmaterial, was ich Ihnen versprochen habe. Das ist für Möbelhausbesitzer und Führungskräfte www.clubderdurchsetzer.de und für Verkäufer ist es 100%club.de. Also 100 als Zahl und dann Prozentclub, alles dahinter.de. Klicken Sie jetzt sofort auf diese beiden Links, denn die gibt es nicht ewig. Das sind Umleitungen zu diesen Downloads. Und holen Sie sich Ihre Materialien. Wenn Sie Lust haben, registrieren Sie sich für eins der Gespräche mit mir. Die sind kostenlos und unverbindlich und ich werde Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie haben. Sie entscheiden danach, ob Sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich freue mich auf den weiteren Kontakt und auf das nächste Teleseminar mit Ihnen. Ihr Thomas Witt.